Moin, moin. Vergeben und vergessen? Jetzt fangen ja Leute an, wieder zurückzurudern. Ne? Es gibt auch klar Hardliner und so weiter, aber ja, wir haben damals Fehler gemacht. Oder CDU-Leute, ja, wir haben Fehler gemacht. Wir haben es zu weit kommen lassen. Strauß hat es nicht so weit kommen lassen. Mir ist was passiert. Ich lese mal ganz kurz eine kleine Passage aus meinem Buch vor und ergänze dann die Erzählung. Von wegen vergeben und vergessen. Naja, auf zum Buch kurz. Ich kannte damals einen Politiker und der hat mir mal gesagt, weil ich sollte ihn unbedingt wählen, wenn ich in den Landtag komme, habe ich weitere 5000 D-Mark und dann können die mich alle mal an die Füße fassen. Dann habe ich ausgesorgt. Das hat der Kerl damals gesagt. Damals war ich erschüttert und begann mich für Politikerkarrieren zu interessieren. Meine Erkenntnisse fasste ich irgendwann so zusammen. Es geht dieser Art von Menschen nur um Geld. In der Zeit der Corona-Krise ergänzte ich mein Wissen entscheidend, aber darauf komme ich später zurück. Anmerkung im Buch. Nach dieser Erkenntnis sah ich die Welt anders und verschwendete fast keine Zeit mehr mit der Politik. Konnte mich also interessanteren Lebensbereichen widmen. Weitere Ereignisse, wie beispielsweise, dass die Schill-Partei in Hamburg herber Kritik ausgesetzt war, weil ihr Vorsitzender Ronald Schill Verwandten und Bekannten lukrative Posten zugeschanzt hatte, ordnete ich nur noch ein und verschwendete keine weiteren Gedanken. Das zum Thema Lebenszeit sparen, aber eines muss ich noch erwähnen. Der oben genannte Politiker wechselte die Parteien in der Folgezeit wie seine Unterhosen. Naja, nicht ganz so oft, aber eben viel zu oft. Jetzt kurz zu meinem Erlebnis mit eben diesem Kerl. Im vorigen Sommer war wie immer mal wieder ein Oldtimer-Treffen und ich habe ja so ein Ding und dann bin ich einfach hingefahren und mir wurde von eben diesem Politiker ganz groß der Eintritt verwehrt, weil ich ja nicht geimpft sei und keine, na und so weiter und so fort. Er hat's groß im Maul gehabt und hat sich wieder mal aufgesprungen. Ganz groß, klar, logisch. Ne? Man muss sich ein Ansehen geben. Und da war er ja wichtig, ne? Da konnte er mir einen Eintritt verwehren. Ich sagte, Wilhelm, was soll denn der Käse? Ich denke, du denkst normal, das hat damit nichts zu tun, wir müssen uns schützen, na und so weiter und so fort. Also es war das Übliche. Der Kerl heißt auch noch mit Nachnamen so wie ich. Furchtbar. So, und jetzt jüngst traf ich ihn beim Aldi. Mensch, unter vorgehaltener Hand, so wie in der DDR, sprach er zu mir. Mensch, du, die spinnen doch alle und diese Energiepreise und die Leute und oh, und fing da an, einen auf, ich sag mal, mit der Corona-Kacke war es ja genauso, so ein Blödsinn. Ja, alles so ein Mist und so ein Quatsch und ja, ich sage, und die Nebenwirkungen, ja. Zum Munde reden, das kann der Kerl ganz gut. So, und was ist passiert? Dann sagte ich, Wilhelm, beim besten Willen, du hast mir voriges Jahr den Eintritt verwehrt, als ich mit meinem Oldtimer kam. Weil ich liebe Oldtimer, ich sage, ich weiß, ja. Aber als ich mit meinem kam, ja, du hast keine Papiere, bist nicht geimpft und wir müssen uns schützen. So ein Mist hast du damals. Ich nie, nie. In der DDR hatte man später dann gesagt, Wendehälse, ne? Vorsichtig. Die schleimen sich wieder ein. Vorsichtig. Nochmal zum Hauptthema. Vergeben und vergessen? Vergeben schon, aber nicht vergessen. Warum eigentlich auch vergeben und vergessen? Vergeben, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das trifft hier auch viele total besonders zu. Die wissen scheinbar wirklich nicht, was sie tun. Ja, ich weiß, haltet die Tasten still. Ja, da steckt ein großer Plan dahinter, weiß ich auch, aber es gibt ja schon wirklich sehr ungebildete Leute unter denen hier. Da könnte man sagen, die erliegen jedem Einfluss. Klar, wenn man keine Bildung hat, dann erliegt man jedem Einfluss. Man muss irgendjemanden glauben. Ne? Wer nichts weiß, muss glauben. Gut, naja, dann machen wir uns Gedanken darüber. Aber ich betone nochmals, keine Rumschimpferei. Das wissen wir ja alles selber, dass die doof sind. Wir wissen alles selber, dass das Verbrecher sind. Wir wissen alles selber, dass ein tiefer Plan dahinter steckt. Aber vielleicht nehmen wir so einiges mit hier und können durch kleine neue Gedankenanstöße, und das schätze ich auf diesem Kanal sehr, ich lese jedes kleine bisschen Kommentar, können wir uns gegenseitig doch noch ein bisschen klüger machen. Denn Unbildung ist alles. Das ist an allem schuld. Bildung hilft.
Ja, auch jetzt Bildung, aber dann nicht so in den Schulen, weiß ich selber. Alles klar. Gut, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und Abend und bis zum nächsten Video. Na denn, machen wir was, aber machen wir es gut. Tschüss, tschüss.